Am 12. Januar 1999, 2010 widmeten der Direktor der GmbH Armex in Polen und sein Stellvertreter, dem Herrn Kim Jong-il, ein Schwert. Von alters her ist es in Europa ein Brauch, einer verdienstvollen Person das Schwert zu schenken. Der Handgriff des Schwerts wurde aus Messing und Kalbleder hergestellt und der restliche Teil besteht aus Stahl.